Die wollen Wellen sichern, weißt du? Eine Geschichte. Aber? Bald ist Weihnachten. Eigentlich könnte man eine Geschichte erzählen, über Wellen sichern, dass der einen Nebenjob hat. Wo? Keine Ahnung, wo? Vielleicht in ein Etablissement? Das ist die Geschichte von einem Wellensittich, der in einem Etablissement einen Nebenjob gefunden hat. Eines Tages war es, Vogel fliegt frei Richtung Zürich, hin her, Arbeit suchen wirst. Der kommt in Stadtmitte, was passiert? Stau. Er wartet, stop and go. Der kommt an, Nebenjob-Ding zu. Tür haben sie zugemacht. Der so, scheiße, jetzt muss ich zurück wieder. Der fährt zurück, fliegt zurück, was? Der ist ja ein Vogel, was? Fliegt zurück, auf einmal kommt von oben Mäuse Bussard. Was ist mit dir los, ey? Einmal lauf mit dem Scheiß zurück. Das war der Mäusebussard. Das war so eine Psychopathen-Melodie. Hör auf mit dem Scheiß. Mäusebussard kommt, weißt du? Fliegt, sieht den Wellensittich, vernichte dich. Wellensittich guckt, weißt du, der ist in Stress, der braucht einen Nebenjob. Der so, Lars, hey, ich brauch einen Job und der scheiß auf dich. Ach, den Sound. Boom, mach den Sound. Boom, boom, boom. Na gut, zerschätzt es zu Mäusebus hat verfehlt, zack, auf Boden. Benders. Wellensittich geht runter, kann ich dir helfen, aber ich muss eigentlich Arbeit suchen. Der so, helf mir bitte. Der Wellensittich, okay, aber ich muss eigentlich der bitte. Der hilft dem, tut den schönen Verband machen, alles überall. Auf einmal, der steht. Jetzt kommt Dramatik. Der Vogel steht auf, der Mäusebussard fliegt hoch, Wellensittich weg, Mäusebussard wieder runter, Wellensittich wieder zurück, Vogel wieder da, beide Crash. So, jetzt kommen wir Ende von Geschichte. Beide tot. Moral von der Geschichte. Wenn Mäusebussard dich in eine Phase erwischt, wo du nicht weißt, ob du Arbeit findest oder nicht. Dann zu weiter suchen, sonst nicht, dass du deswegen verbannt. Dass du deine Arbeit nicht findest. Manche denken vielleicht jetzt, scheiß Geschichte macht keinen Sinn. Aber nachher tut ihr das verstehen, wenn ihr zu Hause seid. Ach so, das hat er gemeint.